So, hallo zu einem Wunsch-Tutorial und dieses Mal geht es um einen ziemlich simpel gehaltenen Annäherungsdetektor, wie man es gerade gesehen hat. Ich könnte jetzt hier nach vorne laufen und dann würden die Dinger anfangen zu schießen, ohne dass irgendwas sichtlich zu sehen ist. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt und ich baue die ganze Sache erstmal ab. Bis gleich. So, fangen wir dann mal an. Ein Großteil der Schaltung wird unterirdisch sein, beziehungsweise fast alles oder eigentlich komplett alles ist unterirdisch. Deshalb solltet ihr etwas ausheben und zwar ein kleines Löchelein in diesem Format. Was heißt klein? Okay, ist schon ein bisschen größer. Also, neben der Kiste bin ich jetzt mal 1, 2, 3, 4 Blöcke nach rechts gegangen. Oder insgesamt 5 fürs ganze Loch, 5 nach rechts und auch wiederum 5 nach links. Und dann 3 Blöcke nach unten eigentlich, also insgesamt sind es 4, aber der Raum unten drunter hat nur 3 Blöcke, weil die Decke noch zugerechnet werden muss, 1, 2, 3. Also 4 Blöcke tief graben und hier vorne nach einer kleinen Abstufung 5 Blöcke tief und dann nochmal einen Raum. Den könnt ihr beliebig eigentlich schon fast groß machen. Je größer der ist, umso effektiver ist eigentlich schon fast die Annäherung, aber das reicht in diesem Falle eigentlich, so wie ich es hier gezeigt habe. Dieser Raum, der vordere hier ist für die Schaltung und der hintere ist für die eigentliche oder für den eigentlichen Annäherungsdetektor, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. So, dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal an mit Raum 1. Hier vorne ist der Schaltungsraum. Dazu mache ich mal hier die Decke wieder zu und baue das ganze Ding hier unten hin, ganz kurz da und hier oben das Ganze auch wieder vollstopfen. Bis dahin, hier drüben die Seite noch und dann hätten wir es auch schon fertig. Und dann können wir anfangen mit der eigentlichen Schaltung. Okay, also zuerst brauchen wir oben die Dispenser, die angeschlossen werden müssen. Die stehen an den Seiten. Und deshalb machen wir das so, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, 8 Blöcke wollte ich hier noch machen. 8 Blöcke reichen für Dispenser. Ihr könnt natürlich noch mehr machen, aber in meiner Schaltung, ich habe jetzt hier die Größe abgestimmt, habe ich 8 Dispenser auf jeder Seite gemacht. Und so, genau. Diese müssen angeschlossen werden. Dazu müssen wir unten dann die Kabel legen. Also nochmal hier 2 Blöcke jeweils immerhin. Hier theoretisch könnte ich auch eine Fackel setzen, damit man was sieht. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer, so. Und da. Genau, hier drüben parallel genau das gleiche. Zack, 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 zack. Und dann hatten wir das auch schon. Gut. Hier oben kommen Reds und Fackeln dran, die die Blöcke hier oben drüber mit Strom betreiben. Und diese Blöcke betreiben dann die Dispenser mit Strom, sodass da ordentlich gefeuert werden kann. Ohne Ende. Natürlich muss man jetzt bedenken, wenn jetzt hier ein Signal reinkommt, diese Dispenser sollen ja nicht nur einmal feuern, sondern die sollen dauerhaft feuern und da bauen wir einfach einen Motor rein. Also, wer den Begriff jetzt nicht kennt, das ist mir mal so aufgefallen, als ich Update 1.7, als das rauskam, habe ich Pistons so ein bisschen rumexperimentiert, wollte so ein Pistentor bauen, habe dabei eine Glock entdeckt und habe sie dem nach Motor genannt, weil die schön den Block hin und her schiebt wie so eine Art Kolbenmotor. Einmal ganz kurz da, einmal ganz kurz da, Repeater dran setzen, damit das Signal, wie gesagt, sich immer schön verteilt. Und dann ganz kurz den Motor, den ich meine, der geht so, nämlich praktisch ein Redstone-Mechanismus, der ein Redstone-Signal abklemmt und dessen mangelnder Strom den Pisten wieder zurückziehen lässt, dann kommt wieder Strom durch, wird wieder abgeklemmt und so weiter und so fort. Das ist so eine Art, ich sag mal, Stromklemme oder Pistenstromklemme, die sich selbst resettet. 1, 2, 3, okay, und das wäre es schon gewesen, dann da und da. So, jetzt kann ich es ganz kurz mal demonstrieren, wenn jetzt ein Input kommt, wird das hier dauerhaft jetzt betätigt. Obwohl, ja, es ruckelt gerade ein bisschen, ja, auch wenn es Singleplayer ist, keine Ahnung warum, genau, so kann man das sehen. Weil das jetzt so wie eine Art Kolbenmotor, das zur Seite drückt, ist das hier, oder habe ich es jetzt halt mal Motor genannt. So, obendrauf kommen dann die Dispenser an den Seiten jeweils, das heißt, über den Fackeln mache ich gerade mal. Warte mal, den muss ich gerade mal auswählen, Dispenser habe ich, da. Genau, und ich tue dann auch gleich auch schon mal die Pfeile mit rein. Ich mache es jedenfalls immer ganz hier. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier drüben genauso. 1, war das richtig? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich bin doch richtig höher. Gut. So, theoretisch könnte ich das hier hinten jetzt ein bisschen zubauen, damit es ein bisschen, naja, was heißt besser aussieht. Jedenfalls, damit es nicht so aussieht, als wenn man da von hinten ran könnte, sondern nur von vorne ran kann. Deshalb dazu machen, die Spur nach vorne ziehen, dann hätten wir das auch schon fertig. Doch, ja. Ja. Im Prinzip, das Tutorial wird eines der etwas kürzeren sein und es ist auch nicht so allzu kompliziert. Zur eigentlichen Schaltung kommen wir dann gleich erstmal so, dann wiederum nach vorne und auf der anderen Seite auch nach vorne, sodass der Spieler von vorne rein kann. Ihr könnt das auf dem Server ja protecten oder was auch immer machen. Also in der Regel ist es schon so, dass die Spieler dann von vorne reinkommen sollten. Es macht keinen Sinn, wenn die sich durch die Wand häckseln. Also protecten kann man auf Server mit nicht im Singleplayer aus, einfach ausprobieren, um einen Freund reinzulegen oder sonst was. So, dann
kommen wir zum eigentlichen Dingensinn, zur eigentlichen Schaltung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dazu müssen wir erstmal die Räume abtrennen. Das heißt, ich mache hier erstmal eine Trennwand rein, somit das was in Raum 1 passiert, hat Raum 2 eigentlich schon praktisch gar nicht zu interessieren. So, dann mache ich das mal ganz kurz zu. Und hier und da und da und da und da. Und dann können wir zu Raum 2 gehen. In Raum 2 kommt erstmal hier eine Redstone-Leitung in jede Richtung hin, nach rechts und nach links. Und davor kommen Druckplatten. Ach nein, eine Sache fehlt noch, sorry. Es ist noch zu tief, wir müssen es ein bisschen höher machen. Auch schon der zweite Versuch, wo ich das aufnehme, weil beim ersten hatte ich keinen Fenstermodus angehabt. Und deshalb, naja, jetzt fängt es an zu ruckeln. Diese Scheiße da. Okay, so. Also das muss noch ein bisschen höher gemacht werden. Es muss hier zwischen beiden Räumen jetzt ein Abstand entstehen von 2 Blöcken nach oben. Aus einem ganz guten Grund erzähle ich gleich. Ihr habt schon gesehen, rechts unten bei mir gibt es ein Spawn-Ei drin. Das werde ich jetzt brauchen. Das wird mit Spinnen funktionieren. Und zeige ich gleich. Achtung, Druckplatten oben drauf. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendwas hier auf der Druckplatte drauf steht, dann würden die Dispenser da oben dauerfeuern. So, man hört es jetzt. Wenn das hier drauf steht, die Dispenser da oben feuern jetzt dauer. Gut, und Spinnen werden jetzt praktisch hier unten in diesem Raum gespawnt. Werden hier unten gespawnt, am besten so 5-6 Stück. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die da reinkriegt, im Survival oder so, ganz einfach hier oben drauf. Lockt die bei Nachtens einfach hier in die Nähe und lasst den Wasserstrom reinspringen, dass sie mitten ins Loch reinfallen. Oder baut unter dem Fußboden von dem die Blöcke weg, sodass sie ins Loch reinfallen, hier unten drin gefangen sind. Ich mache nochmal ganz kurz hier Licht rein, damit man was sieht. So, jetzt nehmen wir einfach mal kurz das Spawn-Ei und setzen hier mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ein paar Spinnen rein, ne? Okay, das reicht auch schon. Im Normalzustand ist es jetzt so, dass hier die Spinnen nur so ein bisschen rumlaufen, mal hier dagegen stoßen und sonst nichts, aber die können nicht hier hochklettern. Wenn allerdings jetzt ein Spieler oben drüber läuft, dann würden die einen fokussen und angreifen wollen. Und dann verfolgen die einen auch und können auch hier unter anderem die Wand hochklettern und landen auf den Druckplatten drauf. Und dann werden die Dispenser aktiviert. Kann ich gerade mal zeigen. Ich gehe mal ganz kurz hier raus. Ich bin jetzt gerade im Creative Mode, deshalb passiert da nicht sonderlich viel. Deshalb ganz kurz, zack, Wechsel auf Survival. Und jetzt würden die mich unten drin fokussen. Und natürlich auch auf mich zulaufen. Obwohl, ich müsste vielleicht, wäre vielleicht schlau, zuerst mal die Dispenser füllen. Ich hoffe mal, der Fokus geht jetzt weg von denen. Dispenser müsste ich füllen mit Pfeilen. Wenn nicht, dann fängt es nicht an zu klacken, aber dann seht ihr, es funktioniert. Da rein. Ah, geht schon. Ah, ja. Okay, man sieht es jetzt gerade. Die greifen oder die würden einen immer noch angreifen und verfolgen und auf die Druckplatten steigen. Deshalb würden die Dispenser jetzt freuen. Ich fülle jetzt nicht alles komplett einmal. So, im Survival-Modus wird also jemand da nicht hinkommen. Und dann, wenn man natürlich weggeht, hört das natürlich auf. Das heißt, sammelt sich unter einem großen Bündel. Dann läuft man praktisch drauf zu und sieht. Ah, guck mal da, eine Kiste, die hole ich mir, läuft dann drauf zu, guckt natürlich ein bisschen vorsichtig, na nü, was ist denn hier los? Und dann auf einmal, zack, würden die alle anfangen zu feuern. Das heißt, auch diese Reihen hier und die da drüben auch alle. So, das wäre es jedenfalls vom Tutorial gewesen. Das funktioniert soweit ganz gut. Ist relativ simpel gehalten und einfach. Nichts Besonderes in der Regel, wenn man einmal dahinter gekommen ist. Und wenn man zurückgeht, natürlich, dann folgen die Spinnen wieder, wie gesagt, und dann hört das auf zu feuern. Erst wenn man wieder näher kommt, dann geht das ganze Ding los. Also Spinnen, die auf eine Druckplatte treten und somit einen Redstone-Mechanismus anschubsen. So, ja, kann man das eigentlich gut machen mit einem Annäherungsdetektor. Einmal ganz kurz die Technik verstehen, schon kann man das übertragen. Theoretisch geht das auch von mehreren Seiten, nicht nur von einer. Das heißt, man müsste hier noch andere Räume ansetzen. Zum Beispiel da noch einen Raum, da noch einen Raum, da noch einen Raum. Dann kann sich der Spieler von jeder Position nähern. Und trotzdem würde das dann losgehen und ihn, was weiß ich, mit Pfeilen befeuern oder irgendwas anderes würde passieren. Dann wäre es das von mir gewesen, diesen Wunsch-Tutorial. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant und ihr könnt das Ganze gebrauchen. Wenn ihr weitere Wunsch-Tutorial-Anfragen habt, könnt ihr mir eine PN schicken mit dem Betreff Wunsch-Tutorial und das ganz einfach abschicken in mein YouTube-Postfach. Ihr solltet allerdings vorher mal ein bisschen schauen, ob das schon vielleicht gemacht wurde in der Tutorial-Playlist, weil, naja, Doppelsachen machen ist nicht so ganz der Sinn des Erfinders. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, ciao, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Let's Play, was auch immer. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr unter anderem auch das Video gut bewerten und so weiter und so fort. Ihr wisst, was zu tun ist. Danke schon mal im Voraus und wir sehen uns und ciao.